Hallihallo, Mr. und Mrs. Pokémon da draußen. Ich friere mir hier gerade im Dschungel den Arsch ab, weil es nass ist, kalt, es regnet. Das kennen wir ja schon alles aus der Forest. Was sind das denn für Bäume? Guck mal, die haben blaue und rote Kugeln. Interessant. Nun ja, aber was soll's. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Ich hoffe, diese wilden Fisch-Pokémon beißen mich nicht. Die haben scharfe Zähne. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir haben nur noch ein Pokémon. Falls ihr euch erinnert, Fisherman Dick. Oh, ein Pokémon, das sich behaupten muss gegen ein Wasser-Pokémon, weil wir Feuer sind, ist das ein bisschen... Das war's. Ja, da spüren wir wieder den Geist von Pokémon. Ich hätte gedacht, das ist kein Problem jetzt hier. Scheinbar doch. Scheinbar habe ich mich getäuscht. Und da sind wir wieder im Pokémon Center. Da wollte ich sowieso hin. Früher oder später wären wir hier gelandet. Ohnmächtig wären wir hier hingetragen worden. Weil wir einfach keine Pokémon mehr hatten. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich lang muss. Doch hier hoch wieder. Scheiße, es muss mal wieder übelst laufen. Ich sollte mir ein paar mehr Tränke kaufen. Warte mal. Definitiv. Das ist eine gute Idee. Danke. Ja. Bist du da alleine drauf gekommen? Ja, ja, doch. Pui. Super Potion. Haben wir hier also gar einiges. Darüber haben wir 10 Stück. Wir haben ja auch genug Kohle. Also ist jetzt nicht so, dass wir verarmen hier. Deswegen war es mir auch egal, dass wir jetzt sterben. Eisheilung. Ich glaube höchstens Antigift. Aber davon haben wir auch 8 Stück. Aber das hier würde ich gerne nehmen. Raypill. Damit kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Da nehmen wir gleich mal 10 Stück mit, hä? Ist auch gar nicht so teuer. Dann nehmen wir gleich mal 20 Stück mit. Sehr gut. Freut mich. Da kommen wir einfach durch die Hösle jetzt durch, weißt du, und einfach durchs Gras. Und haben jetzt nicht die Sorge, dass wir von irgendwelchen blöden, wilden Pokémon angegriffen werden. Habe ich nämlich gerade gar keine Lust drauf. Und dann kommen wir schneller vorwärts. Setzen wir es gleich hier ein, ja. Definitiv. Weg. Und das Gute finde ich hier, wir werden ja dann wieder gefragt. Warte mal, wo ist es denn? Nicht hier. Hey, wo ist es denn jetzt? Hier haben wir. Hier ist Super Rebel. Hier ist es. So. Das Gute ist, wir werden dann immer gefragt, ob wir denn noch ein Rebel benutzen wollen. Das nächste dann, also muss ich nicht immer wieder ins Menü gehen und das extra erst anklicken. Nein, ich klicke dann einfach, ja, nächstes Rebel. Und so kommen wir einfach weiter. Ah, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ist das nicht herrlich? Ist es herrlich. Gebt zu, dass es herrlich ist. Aber 100 Schritte sind echt nicht viel. Das dürfte gleich wieder rum sein. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau, das meine ich. Do you want another? Rebel, yeah. Siehst du, uns nächste. Ach ja, hier war wieder der Spaß. So. Düstere Musik. Düstere Musik. Das hier nach oben. Ja, hier ist es immer runtergegangen und dann hier würde ich gerne mal nach rechts gucken. Ah, hier ist nämlich nur ein Pokémon. Silberpuder. Oh. Hier ist nur ein Pokéball. Cool. Hat sich doch gelohnt, nochmal kurz da lang zu gehen. Und hier komm mal raus. Rebel, ja, mache ich gleich das nächste, gleich das nächste. Wir haben es ja, weil hier kommt jetzt auch wieder hohes Gras. Und jetzt machen wir den Typen hier platt. Kollege. Ich speichere kurz, weil wir gerade mal hier sind, speichere ich. Save. Ja, yeah, I like to save game. Please. Ja, ja. Ich hoffe, du wirst noch gebissen, du Arsch. Vor allem, der doch ein Pokémon, was überhaupt keine Zähne hat, oder? Dieses Tubja hier hat doch keine Zähne im Mund. Was? Die komische Quallenvieh, ich weiß auch nicht. Das ist so ein Vieh, was man mal in die Hände nehmen möchte und einfach mal zudrücken möchte. Wie so eine Zahnpastatube, dass alles rauskommt. Weißt du, das fühlt sich bestimmt so übelst klipperig an. Okay, jetzt kriege ich mich kurz wieder ein und Aircutter. Aircutter? Nö, wir wechseln ins Pokémon. Ist ja Quatsch, ist ja ein Wasser-Pokémon im Regen. Wir sollten ins Pokémon wechseln.
Lupin ist doch gut. Lupin ist eine gute Wahl. Pflanze Elektro sollte das regeln können. Aqua Jet. It's not very active, effective. Hast du gesehen? Active ist es nicht. Das ist ein Eisfang. Okay, das dürfte Schaden machen. Weil Eis ist komischerweise immer wieder dann stark gegenüber Pflanzen. Synthesis machen wir mal kurz. Nee, das war's. Schade, ich hatte mir davon ein bisschen mehr erhofft, Noobin, hä? Kleines Baby-Pokémon. Ach ja, gar nicht. Fluffy vielleicht. Thunder Shock. Ha, paralysiert. Nimm das. Friss meine Paralyse. Hallo Schatz, ich hab dir was gekocht. Oh, was gibt es denn? Leckere Paralyse. Mmh, mein Leibgericht. Was? Sponari? Was ist das denn? Entwickelt sich das aus diesem einen Ding weiter? Aus dieser kleinen Krabbe da? Sporare? Weiß ich nicht, wie das heißt. Vor allem Wassergun macht übelst Schaden an uns. Hä? Verkehrte Welt. Boah, jetzt sterben wir doch wieder gegen den Typen. Sollte ich jetzt nochmal sterben, dann lade ich schnell den neuen... Nee, kann ich ja nicht machen. Da unterbreche ich ja die Aufnahme. Warum habe ich denn überhaupt gespeichert? Ich weiß es auch nicht. Ihr fragt mich da Sachen wieder. Das ist... Weil ich das Spiel halt erst schließen muss. Weißt du wie? Alter, was ist denn hier nicht in Ordnung? Revenge wäre richtig gut, aber wir sind tot schon wieder. Scheiße. Was ist denn das für ein Vieh? Das ist mega hässlich. Sieht aus wie so eine Schaf-Spinnen-Mutation. Ja, wenn ein Schaf, ein verkrüppeltes Schaf, ja, irgendwie das blaue Wolle hat, sich mit einer Spinne paart, ja, und die dann zwei Beine verliert, kommt das dabei raus. Ja, und wenn man da nochmal drauf tritt. Also das Vieh, dem Vieh möchte ich nicht im Dunkeln begegnen und das möchte ich auch nicht fangen, weißt du? Da möchte ich, da würde ich nie meinen Pokéball für auswerfen. Da würde ich sagen, geh weg, du Vieh. Ihnen fehlt noch ein Pokémon, um alle Pokémon zu besitzen. Nein, danke. Dann lieber nur die 150. Ach, was weiß ich, wie viele Pokémon es jetzt hier gibt. 1000 Pokémon. Dann bitte nur 999 Pokémon. Als das dazu. Das war aber auch mega stark. Das muss ich lassen. Es war mega stark und wir kriegen eine Menge Erfahrungspunkte. Level 30 ist immer. I was just taken to your mate. Ja, ja, bla. Du hast mich angegriffen. Arschloch. Komm ich hier runter? Zu den Bäumen da? Do you want to gather the berries from the tree? Oh, Berries sind das. Sehr gut. Jetzt sind die weg. Okay. Ja, möchte ich auch. Guara-Berries. Sehr gut. Wir müssen eh hier lang. Wir müssen hier lang. Da sind noch mehr Beeren. Baku-Berries. Okay. Das Pokémon und das schon wieder eine Höhle. Les Parfums de France sont les milieux. Endlich kommt hier auch mal Französisch. Weißt du, ich habe die ganze Zeit immer den französischen Dialekt drauf und jetzt kommt hier tatsächlich noch eine Französin. Herrlich. Aroma Lady Chloe. Aroma Lady. Ich möchte nicht wissen, wonach sie duftet. Nach Frankreich. Nach Frankreich. Nach Baguette riecht sie. Oh, Baguette ist aber ein toller Geruch. So ein Baguette-Parfüm. Ah, das bringt leider gar nichts. Natürlich macht es uns wieder mega platt, ey. Ach. Los, Fibo. Es hilft nichts. Ich muss Fibo mal einsetzen. Ich hoffe, es nützt was. Flügelattacke. Flügelschlag, schätze ich mal. Flamethrower machen wir mal. Auch im Regen nützt es hoffentlich was. Und wir sind ja auch 6 Level drüber, also hoffentlich
Es ist ein bisschen zum Verzweifeln, oder? Es ist. Oh, wenn es wenigstens brennen würde, aber vermutlich nicht, weil es regnet. Slash los. Blödes Mistvieh. So. Aroma Lady. Warum möchte eigentlich jeder kämpfen? Warum ist denn hier so eine Französin mitten hier im Dschungel? Möchte uns ein Parfüm verkaufen? Oder so, wie ich es verstanden habe. Was ist das denn? Einfach Flammenwerfer drauf und gut ist. Auf alles einfach ein Flammenwerfer drauf. So macht man das. Kenne ich nicht, verbrenn's. Megatrain hat dir nicht viel gebracht. Flammenrad jetzt. Müsste ausreichen, ja. Und es reicht aus. Also was macht diese Frau hier im Dschungel? Das wollte ich nur fragen, weißt du? Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Aroma Lady. This isn't smelling good for me. Ja, das riecht nicht gut für mich. The rainforest has an unique odour. It's très magic. Es ist sehr magisch. Aber, ach, keine Ahnung. Oh, großartige Ball. Aber wir fangen hier keine wilden Pokémon. Wir sind ja nicht hier, um Pokémon zu fangen. Wir wollen einfach in die nächste Stadt gehen. Und wir sind wieder in der Höhle. Ja, Repel, bitte. Den nächsten. Oh, das ist nur ein Gang. Es ist nur ein Durchgang. Und wir sind... Wo sind wir jetzt? Hier ist eine Treppe. Das heißt, da müssen wir irgendwann mal einen Surfer einsetzen. Berries. Kupu Berries. Okay. Okay, hier komme ich aber jetzt nicht rum. Nee. Da brauche ich eher echt irgendwann Surfer erst. Oh, wir haben es geschafft. Emma Tree Town. Ja. Es ist tatsächlich eine französische Stadt. Glaube ich nicht. Hi. Welcome to Emma Tree. Not many people make it through by car in One Piece. Was hat denn jetzt One Piece damit zu tun? So, congratulations. Ja, nö, jetzt brauchen wir erstmal Kinrepe. Cancel. Danke. Ha, schön. Also die haben ja keinen Strom oder so, war das doch, gell? Emetry is cut off from the rest of the region. We don't even have electricity. Gut, damit wurde meine Frage beantwortet. Sie haben ja nicht mal Strom. Aber ein Pokéball haben sie. Toxic. Ja, warte, ich guck mich erstmal um, bevor wir wieder Häuser betreten. Ja, wir haben ja jetzt Zeit. Die Folge machen wir noch. Da erkunden wir noch schön die Stadt. Und ich denke, in der nächsten gehen wir zum Arena-Leiter. Außer die Stadt ist nicht so groß, wir können es heute noch schaffen. Wow, you found this place. Good job. Großartig. Genau. It's always raining. Es regnet hier immer. Aber das ist okay. Er mag den Regen. Ja, sonst würde er hier ja nicht wohnen, oder? Alter, wer bist du denn? Are you a challenger? The gym leader isn't here. In fact, he hasn't returned since he went into the forest to train. Okay, also der Arena-Leiter ist in den Wald gegangen, um zu trainieren, und seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Das ist schon eine ganz schöne Weile her. Schau mal, du bist doch ein starker Trainer, oder nicht? Chico's a Master Fire Pokémon Trainer, so he most likely went into the deeper levels of Anthill. Also, okay. Also er ist ein guter Trainer und er ist in die Tiefen irgendwo tief rein. Enter to train, consider it part of your badge to fetch him. Okay, ja. Also es ist unsere Aufgabe, ihn natürlich zu holen, das war klar. Spritz of this bug spray works better than any weapon to get him. Ist okay. Ah, wir haben bug spray bekommen. Das hilft dann gegen die komischen... Ist ein Schlüssel-Item, hilft uns dann gegen die komischen Käfer, natürlich. Das heißt, wir müssen zurück in die Höhle. Have you ever seen one of Tico's dances? No, they're very lovely. Okay, der tanzt scheinbar der Typ. Der Arena-Leiter. Truth be told, we don't much like technology here. Some of us still use apricorns to capture Pokémon. Ah, die mögen hier keine Technologie und die benutzen immer noch die Apricorns. Also das sind Früchte oder so, mit denen man Pokémon früher gefangen hat in der Vergangenheit. Das, soweit weiß ich das noch. Und daraus wurden dann Pokébälle entwickelt.
Und die benutzen hier aber noch diese alten Dinger. You don't have to, oder diese selbstgemachten Pokebälle quasi. You don't have to worry about the noise of traffic keeping you up at night, but you do have about the bugs. Ja. Hier ist kein, hier gibt's kein Verkehr, kein Straßenlärm, nein. Dafür gibt's hier aber Käfer. Oh, hier können wir geheilt werden. Es hat hier keinen PC, aber ein Fernseher steht ja. Ja, ist klar. Erzählt mir was von wegen, hier gibt's kein PC, weil kein Strom und so. Und deswegen kann ich hier meine Pokémon nicht unterbringen. Aber da steht ein Fernseher mit einer PlayStation. Und natürlich ist ja auch helles Licht im Raum. Und der Raum sieht genauso aus wie jeder andere in anderen Städten. Hm, definitiv. Na, was soll's, wir heilen uns mal. Das, da hätten sie doch wenigstens also ein hier das Gebäude anders einrichten können, oder? Oder steht da jetzt, dass das nicht funktioniert? Okay, steht gar nichts da. Warum kommt hier so französische Musik? These people here in Amateur will not take your money. They are only interested in berries, which grow on special trees in Biker Forest. Das heißt, wenn ich hier was kaufen will, muss ich mit Berries bezahlen? Das hat auch was von One Piece, oder? Da heißt die Währung nämlich auch Berry. Hello, we sometimes get shipments of healing items from the mainland. I trade them in bulk for berries. Ah, ich kann jetzt quasi tauschen. Antigift gegen Beeren quasi. Ultraball kann ich hier erwerben. Cool. Aber ich brauche eigentlich nichts. Okay, der tradet auch. Was hat er? Thunderstone, Firestone, Waterstone, Scope Lens. Was? Ein Item to be held by a Pokémon. It's a Lens that boosts the holder's critical hit ratio. King's Rock. Ich wüsste dazu gern immer noch, was unsere Krone macht. I have many rare Pokémon that were caught in. I will trade them for berries. Der möchte Pokémon gegen Berries tauschen. Finocchi hier. Die sind ja cool aus. I, das ist ekelhafter. Flagger. Chimike. Das ist ja cool. Wir können hier Pokémon gegen Bären tauschen. Ich habe zwar nicht genug von den ganzen Berries. Das ist die Weiterentwicklung von Dings, braucht man nicht unbedingt. Das ist die Weiterentwicklung von diesem anderen. Aber diese zwei hier interessieren mich. Haben wir den schon mal gesehen, den Flagger? Der hat einen flammenden Schwanz. Also wie Glumanda. Nee, erinnere ich mich gerade nicht. Kommt mir aber bekannt vor. Brauchen wir aber eine Menge. Wir brauchen 8, 8, 8, 8. Zu Recht vermutlich. Weil die kann man so bestimmt nicht fangen. Zumindest habe ich die so noch nicht gesehen. Okay, das muss ich mir merken. Also das müssen wir uns echt merken, dass wir hier Pokémon kriegen gegen Bären. Und auch andere Sachen. Wir kriegen hier die Steine, Feuerstein, Wasserstein und so weiter. Kriegen wir alles hier gegen Bären. Das ist schon nicht schlecht. Frage ist nur, wo kriegen wir die Bären her? Ich habe jetzt alle aufgepflückt, die mir unterwegs begegnet sind. Ob die nachwachsen? Bestimmt, oder? Okay, irgendwas von legendären Pokémon. Ich habe nicht ganz genau gelesen, weil ich gerade noch in Gedanken bei den Bären war. Living in the forest is scary sometimes, but at least you can find cool things on the ground. Ja, es ist hier unheimlich, aber man findet coole Sachen. Do you know that ancient people used to think the Pokémon Quad Leaf was a legendary? Well, it's true, it does like very impressive gliding through the trees. Okay, da ist irgendein Pokémon, wovon denen viele gedacht haben, es wäre legendär, weil es halt so irgendwie besonders aussieht. Wo ist denn da die Arena oder kämpft der Typ draußen? Many years ago, before my renew of other regions, there were many tribes of natives that lived in the Baikal, which used to cover most of the region. Okay, es gab hier noch andere Stämme. Also irgendwie ist es zwar, es wirkt auf mich eher wie so eine Touristenattraktion hier, weißt du? Und die Häuser hätten sie innen echt wirklich mal anders einrichten können.
Ich drück mal ja, aber ich klicke einfach weiter. Okay, der möchte uns jetzt wieder irgendeine Geschichte erzählen. Auf Channels Exit. Okay. Probiert das Mirror Spooning, bla bla bla. Gibt es verschiedene Pokémon da in den Höhen? Dieses Anthill. Bla bla bla. Velvet Mirror Spooning. Es geht hier immer nur um Käfer-Pokémon, ey. Ja, erzähl weiter. Ich will das Geschenk, was du mir dann hoffentlich gibst. Sooner we are that we will never overpower the forest, the better still. That's why we can move in the forest. Was? Scheiße, ich dachte, ich krieg was. Ach. Jetzt habe ich mir das angehört, so halbwegs durchgelesen. Papa always goes about Anthill. One time he almost get abducted. Did he tell you? Ja, hat er mir gerade, glaube ich, erzählt. Hat gesagt, es ist nicht immer sicher. Weil er redet vermutlich von diesen ganzen Käfer-Pokémon da. Da, deswegen haben wir jetzt dieses Zeug gekriegt. Das Zeug haben wir gekriegt. So, ich benutze wieder einen Repel. Wie weit sind wir denn? Wie weit ist da? Was sagt denn die Zeit? Wir sind leider schon wieder bei 20 Minuten. Gibt's da nicht. Ich benutze trotzdem jetzt Repel. Use. Wir laufen noch ein Stück. Wir laufen jetzt zur Höhle und dann vor dem Pokémon. Käfer-Pokémon. Da würde ich dann speichern. Also laufen wir da noch schnell hin. Und die Folge quasi. Hä? Nein! Na! Hä? Ich habe doch gegen die vorhin gekämpft. Was soll das denn jetzt? Das ist schon wieder die blöde Französin. Gegen die haben wir doch gerade gekämpft. Seit wann werden wir denn zweimal angegriffen von jemandem? Das macht mich jetzt ein bisschen irre. Irre. Hä? Da habe ich meine Pokémon extra aufgeladen, weißt du? Und dann müssen wir hier nochmal wieder los. Ach. Nee, ernsthaft, das ist gerade unfair. Es ist gerade richtig gemein. So, das sage ich jetzt voller... Das ist jetzt ein blöder Bug. Ich denke mal, dass es ein Bug ist. Oder andererseits, es ergibt halt keinen Sinn. Das ist mir noch nie passiert, dass wir einen besiegt haben und dann sind wir wieder an dem vorbeigelaufen und er griff uns erneut an. Außer Theo natürlich. Aber Theo sehen wir auch immer wieder an anderen Plätzen auftauchen. Los jetzt. Elektroattacke. Müsste doch der Regen eigentlich meine Elektroattacken auch verstärken, oder? Theoretisch so ein bisschen. Lupin ist Level 27. Na, immerhin was. Sunny Day. Nee, das macht man nicht. Das hilft ja nur. Oder ich lese mir nochmal durch. Das ist doch Quatsch. Wir sind ein Pflanzen-Pokémon, oder? Warum sollten wir denn Feuerattacken stärker machen? Dann kann uns doch ein Feuer-Pokémon schneller besiegen. Ja, bitte nicht lernen. No. Was war denn das zweite? Ach, das ist ja doch, wir hätten Feuer-Pokémon jetzt nehmen sollen. Ich versuch's mal mit Elektroball. War ein Fehler. Ich tausche schnell mal das Pokémon. Eine Sekunde. Wir nehmen jetzt einfach ganz... Nein! Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Faiwo nehmen wir. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht wieder jedes Pokémon, jeden Trainer besiegen, der uns unterwegs begegnet. Das wäre ja wirklich was. Das wäre ja nervig, sage ich mal. Ich nenne es mal nervig, ganz nett. Ich habe die doch alle besiegt. Ich war hier doch schon. Los. Flammenrad. Alter, das gibt's nicht. Manchmal ist es wirklich immer dasselbe. Das passiert mir so oft, dass ich aufhören will und dann kommt irgendwas dazwischen. Ich möchte hier einen Schnitt setzen, weißt du? Die Folge beenden, irgendwas und dann, nee. Am Arsch. Ich hätte, glaube ich, auch oben lang gehen können. Ja, einen packen wir noch an. Also unser Fluffy ist... Oh, hier sind noch Beeren. Damit können wir dann tauschen. Vielleicht bin ich auch woanders schon an Bären vorbeigelaufen. Wäre cool auf alle Fälle, wenn ich noch mehr finde.
mit Pokémon tauschen könnte, aber ich habe eh keinen Platz. Ich denke mal, brauche ich erst irgendwo anders ein Pokémon Center mit Computer, wo ich dann tauschen kann und dann kann ich erst mir ein neues Pokémon hier holen. So, hier müssen wir das Gift benutzen. Das Käferspray. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Pokémon Uranium, wenn wir uns hier durch diese Käfer schauen. Ich weiß nicht, ob wir kämpfen müssen. Auf jeden Fall müssen wir das Spray benutzen. Wir werden sehen. Das haben wir in der nächsten Folge. Ciao.